Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Hi Rudi. Ja, ich bin noch da. Die haben mich noch nicht weggefangen. Trotz vieler Versuchen, ne? Ja, die Leute meckern ja viel rum, anstatt dass sie mal was sagen oder sich selber irgendwie einbringen. Meckern ist immer viel, ne? Meckern ist doch einfach. Das sieht man ja an uns. Wir schaffen ja eine Meckerei über alle Tagesthemen in 5 bis 10 Minuten. Also, Das was ist die es, das ist es, das ist es. aber auch. Hast du gesehen, was der Erdogan macht mal wieder? Der braucht bald keine NATO mehr oder keine EU, ne? Der ist weg bei den BRICS-Leuten, bei. Ja, es ist immerhin die Mehrheit der Weltbevölkerung. Und zwar sind das die Armen und Minderbemittelten, also das, worüber die Linken seit 150 Jahren singen. Ja, Völker, höret die Signale. Ja. genau. Da haben wir Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Das ist Darauf schon, ein Bücher da. Ja. Das sind schon die Mehrheit der Weltbevölkerung, die Mehrheit auf diesem Raumschiff. Und Erdogan orientiert sich jetzt mal dahin statt Richtung Westen. Ich glaube, wir müssen als Westen ganz schön aufpassen, dass uns da nichts entgleitet oder die Leute nur so verschwinden. Das ist eine Strategie, die China schon ganz gut macht, muss ich sagen. Ja, das Dilemma der Demokratie ist, dass sie prinzipiell den Erkenntnissen der Aufklärung folgend Menschenrechte definiert hat, die dann auch in der allgemeinen Gesetzgebung der Länder ihren Niederschlag gefunden haben. Das ist natürlich kompliziert. Einfacher ist es, autoritär zu regieren und so einiges von diesen Menschenrechten so umzuinterpretieren. Ja gut, also ich meine, da kann man solche und solche Meinung drüber sein. Indien ist ja nun auch mal eine Demokratie. Die wählen ja nach wie vor noch, ne? Auch wenn uns die religiösen und moralisch-ethischen Vorstellungen des Präsidenten vielleicht nicht so nah sind, ja. Aber dort wird gewählt, genauso in Südafrika, in Brasilien. Da haben wir ja auch einen Präsidenten, der gerade mal mit seiner Aktion, nein, das war er ja nicht, aber Brasilien ist ja schon demokratisch, wenn ich mir angucke, wie die mit X umgehen. Dort beschließen Richter, dass die nicht mehr auf Sendung sind. Das ist doch praktisch und gut und richtig vor allen Dingen. Ne? Also da muss man differenziert hingucken, klar. Natürlich muss man differenziert hingucken, genauso wie man die Begrifflichkeit Demokratie differenzierter ansehen muss. Es gibt demokratische Länder wie die unseren, die scheinbar ja alles ganz toll im Griff haben und trotzdem ihre arme Bevölkerungsschicht haben, die nicht hochkommt. Und wir haben welche Länder mit demokratischen Elementen, wie zum Beispiel Ägypten, da dürfen sie auch wählen, ja, für den einen, der da auf dem Zettel steht vielleicht oder so, ja, also ähnlich ist es woanders auch. Muss man schon unterscheiden, jeder hat seine eigene Definition von demokratisch. Ja. Naja, also ich sag mal, was auf jeden Fall beachtenswert ist, ist natürlich auch die wirtschaftliche Power dieser Nationen, die sich da zusammentun. Die wird früher oder später all das in den Schatten stellen, was wir als Westen noch zu bieten haben. Ja, die haben die Konsumenten. Dort, wo die Konsumenten sind, werden die Profite gemacht. Das kriegt ja gerade VW wieder zu spüren. Ja? Als ich den auch noch als IG Metaller 2012 gesagt habe, hört mal zu, die Chinesen haben in ihren Fünfjahresplan geschrieben, ab 2014 gehen wir auf Elektromobilität. Da haben mich meine Oberbetriebsratsvorsitzenden angeguckt, wie die Autos, und haben mich für verrückt erklärt. Und da hat sich auch keiner drum gekümmert. Wobei, kann man so nicht sagen, bei Opel, die Amerikaner, die hatten das schon drauf, zu erkennen, dass sich da die Welt verändert. Vielleicht. Deshalb gibt es ja auch keine Betriebsversammlung bei Opel heute mit über 10.000 Leuten, sondern bei VW. Ja, die Amerikaner General Motors hat sich überlegt, das wird ein ganz anderes Geschäftsmodell werden, was da in Zukunft in der Mobilität eine Rolle spielt. Und die haben sich konsequent auch den Weg gemacht, die Sharing Economy da voranzubringen. Und die haben sich von ihren europäischen Dependancen einfach noch teuer verabschiedet. Ja, also andere haben die dann ja gekauft, Stellantis und so weiter. Nur bei VW, das Management, die haben wirklich nichts gemacht. Die haben sich zurückgelehnt in ihrer Komfortzone und haben gesagt, der Verbrenner Winterkorn damals an der Macht, ja, der hat betrogen und gelogen. Super Manager, echt tolle Figur bei VW.
Jetzt schwer War er krank. damals schon so krank, wie er jetzt vor Gericht ist, sag mal, als Manager? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich denke, wenn man das ernst nimmt, gesund war der nicht. Ne? Der hat eigentlich alles verschlafen, was man verschlafen kann. Der muss also schon krank gewesen Ja, aber sein. da waren ja noch andere auch. Da waren ja Aufsichtsräte und sonstige Leute mit dabei, die dann auch Ja, netterweise ja. geschlafen haben oder so getan haben. Ja. Nach dem Also Motto, es ist einfach, man besser, macht wir einfach schlafen. das weiter, was man immer gemacht hat, dann ist schon gut. Ja, und genau das ist es nicht. Da fehlt es dann an Innovation, an Fortschritt, an neuen Produkten. Und jetzt wacht man auf und sagt, die Chinesen sind schuld, die Chinesen sind schuld. Die haben das vor 10 Jahren angekündigt. Sind 10 Jahre nicht Zeit genug, sich umzustellen? Was für ein Management, ja. Die Arbeiter Die sind jetzt Chinesen haben wir schuld. ja auch erst stark gemacht, dass sie das machen konnten. So Ja. wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen die Ölstaaten reich gemacht haben, dadurch, dass wir Verbrennerautos Ja. immer mehr und immer größer gehabt Ja. haben. Da haben wir mit unserem Konsumverhalten Billigware aus China oder überhaupt aus Südostasien überhaupt erst ermöglicht, dass die das machen können, was sie jetzt tun. Ja, Und ja. dass sie das tun, zeigt mir, dass da keine blöden Typen sitzen. Und die sitzen auch in Brasilien Ja, nicht. Die ja, sitzen ja. auch in der Türkei nicht. Da sitzen Leute, die strategisch denken. Und auf Ja. diese Art und Weise wären wir mit der Demokratie, die sich freut, wenn Ja. sie irgendwo Rohstoffe billig herkriegt, ja, wären wir nicht mehr Also weit kommen. Ja. genau, das ist der Punkt. Demokratie heißt nicht, wir überlassen alles dem Markt. Wir planen überhaupt nichts. Das ist Dummheit. Das ist nicht Demokratie. Das ist auch keine Marktwirtschaft, sondern das ist pure Dummheit, was da von unseren Managern verzapft wird. Wenn man Ja, von Seiten der Manager aus ja nicht, die Politik weil natürlich es ist ja auch. eine flüchtige Angelegenheit und die ganz Reichen, die können sich dahin bewegen, wo das Geld am meisten dann Ja. wert ist und umsetzt. Nur wir können alle nicht gehen. Hier, meine Eierfrau hat gerade gesagt, man von den Armen nimmt man das Ja. oder von uns nimmt man alles, ja. Ja, ja, ja. Bei den Ja, es ist Reichen, so. da hört man nichts. Sie habe nur Ja. einmal im Leben Urlaub gemacht. Einmal im Ja, Leben. Die Frau ja. ist an die 60, ja. Ja. Ja, Dorfbevölkerung hin und noch gut. die Albrecht, Bezos, Musks und Quanz dieser Welt, die müssen sich nicht beteiligen. Die sind arm. Denen kann man keine Steuern Wo ist Olaf aufdrücken. Scholz eigentlich abgeblieben mit seiner Tobin-Steuer, mit der Das ist eine gute Frage. Das Finanztransaktionssteuer? Das ist jetzt schon 3 Jahre her oder Ja, fast 4. Das hat er noch ja, unter Merkel noch versucht ja. anzuleiern. Kommt Ja, er nichts, hat ne? ja eine weltweite Grundbesteuerung quasi ins Gespräch gebracht und auch so verkauft, als hätte er sie als Finanzminister durchgesetzt. Ja. Da finde ich wirklich, sollten wir nochmal drüber reden. Das wird nämlich Zeit, dass man all diese großen Konzerne auch entsprechend besteuert. Also warum in Zuckerberg eigentlich so gut wie nichts bezahlt an Steuern, kann ich nicht Und ein verstehen. bisschen auf Charity macht er dann. Ja, Ja, genau. Wie die Gates-Stiftung. Gates-Stiftung, ja, also wo es dann nochmal. aber trotzdem genau nach dem Stifter geht, wo das Geld dann hinkommt und wo eben auch nicht. Ja, Also genau. allgemein verfügbar werden diese Gelder nicht, sondern immer nur im Ja. Rahmen der Stiftungszwecke. Ja. Ja. Aber das sind Und Themen, Rudi, da müssen wir einfach auch nochmal detailliert drüber reden. Auch die KI-Frage wird ganz spannend. Einer von unseren Gesprächspartnern, der Bessert Lau, hat sich gekümmert, mal mit der KI zu recherchieren, wo die KI unsere menschlichen Schwächen sieht. Hochinteressant. Können wir am Freitag mal zum Thema machen. ja, da schlagen wir uns mit unseren eigenen Mitteln, und sehen dabei noch zu. Genau. Nein, das ist ein schönes Thema. Wie jeder, der Interesse hat, Freitagabend, 20:15 Uhr in unserem Kaminclub. Ihr seid herzlich willkommen. Die URL steht am Freitag unten in der Kommentarzeile. Aber ich wollte schon mal darauf hinweisen. Ich glaube, unsere 10 Minuten sind auch schon wieder voll, oder? Mal gucken, wir sind nicht nur so drauf, wie manche von unseren Kritikern in den sozialen Netzwerken meinen, nämlich schnottrig und völlig am Thema vorbei, sondern wir sind mitten in den Themen drin. Aber wir nutzen genau die Art und Weise, die BSW und AfD so groß gemacht hat. Wir sind auch ein klein wenig populistisch. Macht's gut.